Die neue höhenverstellbare Futtertischabtrennung im Praxiseinsatz. Wir schauen uns an, wie sie funktioniert und für welche Einsatzzwecke sie am besten geeignet ist. Insgesamt besteht die Futtertischabtrennung aus drei verschiedenen Haltern. Zwei Pfostenhalter, dem Pfostenhalter doppelt und dem Pfostenhalter einfach, sowie einem Wandhalter. Alle Halterungen haben 6 Positionen, in denen das Rohr verstellt werden kann. Für die Verstellung der Rohre muss lediglich die Gegenplatte gelöst werden und man kann eine Position der Rohre auswählen. Außerdem sorgt die Gegenplatte dafür, dass die Rohre absolut stumm gelagert sind und die Geräuschkulisse im Stall sehr leise ist. Für das Lösen der Augenschraube kann ein gängiges Rundeisen genommen werden. Dieses wird einfach in den Kopf der Augenschraube eingeführt und so kann man diese lösen. Wichtig ist hierbei, dass man die Augenschraube nur so weit löst, dass die Gegenplatte jederzeit geführt ist, weil dadurch eine maximale Sicherheit gewährleistet wird, dass die Tiere, die sich in der Box befinden, das Rohr nicht herausdrücken können und somit auch nicht auf den Futtertisch gelangen können. Ist die mittlere Augenschraube gelöst, kann danach die untere Augenschraube gelöst werden und das untere Rohr kann ebenfalls verstellt werden. Für das Verstellen des oberen Rohres muss ebenfalls hier die Augenschraube gelöst werden, bis die Möglichkeit besteht, dass das obere Rohr verstellt werden kann. Nachdem man die Rohre auf der einen Seite der Futtertischabtrennung angepasst hat, kann die nächste Seite eingestellt werden. Besser ist es, wenn man zu zweit die Rohre gleichzeitig an der Höhe anpasst. Die höhenverstellbare Futtertischabtrennung eignet sich optimal für die Masthaltung von Bullen oder Rindern und kann außerdem für ein Rein-Raus-System genutzt werden. Hierbei kommen die Tiere in einem jungen Alter in ihre Gruppe und verbleiben in dieser auch bis zum Schluss. Durch die Höhenverstellung der Rohre kann außerdem das Nackenrohr jederzeit angepasst werden.